München ist einzigartig. Embem ist einzigartig. Ohne Brauerinnen, ohne Hopfen aus der Holle Dau und ohne Bier gäbe es dieses München nicht. Schon vor 400 Jahren hatte dieses damals fast unbedeutende Mini-Dorf München 80 Brauereien. Geblieben sind davon eine Vielfalt von Bierstilen, Brauweisen und Traditionen. Münchens Biererlebnis und Museum hat sich zum Ziel gesetzt, für München eine neue Attraktion zu erschaffen. Ein Ort, an dem die Münchner Biertradition und Braukunst mit allen Sinnen erlebbar wird. Als Biersommelier wünsche ich mir eine München-Bierkulturhauptstadt. Unterstützen Sie uns für das Biererlebnis München. Eine Bierwelt, in der jeder Biergeschichte verstehen, Brauen als Handwerk erleben und alle Traditionen um das Bier herum mit allen Sinnen genießen kann. Wir wollen eine Heimat für das Bier aus München. Unterstützen Sie Embem. München und das Bier. Das sind 850 Jahre Braugeschichte mit so klangvollen Namen wie Josef Pschorr, der seine Bierfestung im Münchner Westen gebaut hat. Gabriel Sedelmeier, der zusammen mit Karl von Linde die Eismaschine erfunden hat. Und Franz Xaver Zacherl, der die erste Dampfbierbrauerei in München errichtet hat. Geschichte und Geschichten von Münchens Bier und seinen Brauern, die unbedingt eine Heimat im Münchens Bier- und Erlebnismuseum verdient haben. Also wir Münchner Schäffler haben eine sehr enge Verbundenheit mit dem Bier und deswegen unterstütze ich auch als Mitglied des Biervereins die Idee, dass wir hier in München eine Biererlebniswelt aufbauen wollen.